So, Leute, ich heiße euch willkommen zurück. Muss kurz was gucken, geht's? Ja, läuft. Wir starten jetzt die nächste Mission und zwar Heeresgruppe Süd, genau. Man muss aufpassen, dass hier durcheinander kommen die ganze Zeit. Well, Herr General, I hope you're sitting down. Because they're not going to like what I have to tell you. Your new orders, effective immediately, are to halt the advance towards Moscow and swing back south in the direction of Kiev in the Ukrainian SSR. Apparently, there is a huge pocket of Soviet troops forming there. Some estimates reach 500,000. And it's your job to deal with them. The majority of your targets are here. From Chernigov to Konotop to Mirgorod. This roughly triangular area has too many Soviet forces for us to simply ignore. We need you to get your forces in there and clear them out. Every airfield, every town, every city, every farmhouse, and even Kiev itself must be completely subdued. You had best get your men moving quickly. It's a long detour to Kiev, and twice as far to double back to Moscow. So, okay, die Schlacht von Kiew, was kriegen wir denn? Umfassung. Verhindert, dass sich feindliche Einheiten zurückziehen können und zwingt sie dadurch aufzugeben. Oh, das ist nicht schlecht. Okay, wir starten hier im Süden und hier im Norden haben wir eine Armee. Okay. Ich würde sagen, Infanterie ist hier immer mehr als nur wichtig. Pioniereinheiten, ja, die schicken wir mal auf jeden Fall. Du kommst hier hin. Ich würde wirklich nur Pioniereinheiten hier lang. Eine Pioniereinheit hätte ich schon auch gerne hier in den Gebieten, obwohl das jetzt hier nicht so wichtig ist. Die können wir nachher ja abziehen. Dann kommst du hier hin. Und die Grenadiereinheit, die Fallschirmjäger. Die Infanterie, was für mal. Fallschirmjäger hätte ich gerne auf dem offenen Feld, die Grenadiere auch. Dann holen wir die Infanterie der Wehrmacht, die kommt hier hin. So, Panzer, irgendwas Neues? Nee, aber ich bin was am Überlegen. So, wo gehen wir am besten rüber? Ich möchte die Einheiten jetzt nicht 10.000 Kilometer aufteilen. Wir könnten hier über einen Fluss gehen. Die machen einfach hier zu. Das ist eigentlich eine Idee. Das können wir machen. Wir gehen über eine Seite drüber. Massiv. Deswegen wären Pioniere hier gar nicht so schlecht. Naja, über die Brücke. Aber wohl, ich habe so viel Artillerie, das sollte auch gehen. Ein Flak hier hin. Sturmgeschütz. Was wir machen könnten, wir könnten mit einer kleinen Truppe hier erstmal für Ruhe sorgen. Das könnten dann die Grenadiere sogar machen, würde ich fast sagen. Ja. Macht ihr zwei Panzerabwehr? Wie sieht denn das hier aus? Ja, wunderbar. Perfekt. Ja, wir werden hier mit voller Wucht drüber gehen. Oder wir holen hier nur einen kleinen Truppen, gehen da rüber, machen hier und gehen hier. Ah, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rübergehen soll. Ich würde die schon gern aufteilen, aber Problem ist halt auch Thema Luftwaffe. Hier massiv rüber gehen, dann brauche ich hier aber massive Panzerarmee, weil das wäre ich hier auf offenem Gelände. Die Luftwaffe hier massiv und hier eine kleinere Luftwaffe. Aber oben die will ich ja auch noch schützen.
Also, du kommst hier hin. Jäger. Ja, hier hin. Ein Jäger will ich oben haben, habe ich ja gesagt. Und so ein Bomber natürlich wäre. Ja, machen wir auch, dass die das da oben direkt unterstützen, weil da steht einiges an Material. Da oben müssen wir auf jeden Fall räumen. Stucke. Und hier gucken wir, dass wir halt ruckzuck durchkommen. Die Stücke, Tarnung. So. Bombe. Ah, der kann ja nur auf dem Flugplatz, stimmt. Stimmt ja. Luftwaffe gibt's nichts Neues, ne? Nö. Aufklärer. Du hier hin. So, dann haben wir jetzt noch vier Plätze. Und da würde ich sagen. Wir holen einen Flammenpanzer. Wollte ich schon immer mal testen. Die Frage ist, brauche ich hier so viel Armeen? Oder sage ich ganz einfach, ich greife Kiew nachher von hier aus. Aber ich könnte aber auch Kiew hier massiv angreifen. Dann würde ich das hier freilassen. Ah, ich bin jetzt echt ganz schön am Überlegen, wie ich das mache. Ich könnte Kiew massiv hier angreifen. Das heißt, eine starke Offensive hier auf Kiew mit Artillerie und allem. Ich hoffe, dass ich es nicht bereue, aber ich mache das. So habe ich alles auf einem Feld. Wir machen einen massiven Schlag hier. Stucke. Ihr müsst das hier halten und das heißt, ich kann den hier ja ein bisschen reinlocken. Also wir greifen Kiew von hier massiv an, gehen dann hier hoch, oben die werden dann das in Ruhe machen. Okay, ich würde sagen, wir machen das so. Ich habe jetzt fast 10 Minuten nur mit der Aufstellung verbracht. So, komm. Ach so. Ich habe hier noch einen Helden, stimmt. Die Frage ist, wer soll den kriegen? Muss mal kurz was gucken. Nee, ich würde wirklich sagen, das geben wir den Pionieren hier, oder? Flusskämpfer. Die sind nicht am Zug, was? Hä? Warum kann ich keine Helden zuweisen? Der Infanterie keine Helden geben. Hä? Ich kann gar keine Helden geben. Komm mal bitte raus.
Okay, ich kann keine Helden zuweisen. Was ist denn jetzt los? Was zum Geier läuft denn hier gerade ab? Ja, das Spiel ist hier gerade übelst verbuggt. Okay, dir kann ich einen Helden geben. Dir kann ich keinen geben. Hä? Jetzt kann ich dir wieder einen geben? Sag mal, was läuft denn hier gerade hier für eine Chose? Okay, also, wenn ihr das Problem jetzt hier auch habt, mal. Müsst ihr ganz kurz hin und her setzen. Total buggy. Total buggy, also. Das Update, wo da gekommen ist, macht hier aber richtig Probleme, ey. Eieieiei, also wirklich schlimm. Ganz, ganz schlimm. Okay, ihr hier drauf. So. Wir machen das erstmal hier so. Ah. Wir werden massiv hier durch Kiew gehen. 1-4. Ohne Verluste. Boah, fantastisch. Na, natürlich kriege ich einen Verlust. Ihr seid doch richtige Drecksäcke. Wenn ich das hier obere oder so, dann müsste der ja von seiner Versorgung weg sein, ne? Wenn ich hier durchgehe. Ja. Müsste eigentlich klappen. Nein. Das ziehen wir erstmal zurück. Das ist mir ein bisschen zu riskant, hier etwas zu machen. So. Ihr könnt hier bleiben. Ihr ein bisschen hier zurück. Ja. So. Go. Ja, der geht eiskalt auf meine Flak, ne? Wow. Das ist bitter. Das tut weh. Das tut richtig weh jetzt hier.
Wir gehen hier drauf. Ja gut, es klappt nicht immer alles perfekt hier. Hier hin. Ich muss 88 Einheiten, war was, ne? Ja. Ich hoffe, dass das nicht wieder die ganze Karte ist. Ich befürchte es schon wieder. Okay, bleibt mal hier. Gucken mal was, ja. So, ja, ihr rückt hier weiter vor. Nein, 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 wer wird denn hier jetzt hier Zicken machen? Das können wir machen. Ja. Ah, fantastisch, der hat sich ergeben. Perfekt. Du hast ja diesen Helden jetzt, ne? Ich hoffe, der hat den Helden. Ja, er hat den. Ist auch Flusskämpfer, passt auch hier gut für die Stadt. Ihr hattet ja weiterhin erstmal so die Stellung. Jo. Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir hier das Problem, ja. Okay, Panzerarmee hier, das habe ich befürchtet. So, Jäger hier hin. Die Jäger hier hin, ja, die lasse ich nicht aus dem Auge, absolut nicht. Das war schon mal gut. 1-3, willst du mich verarschen? Warum macht der mir hier einen Schaden? Wir machen das so. Ja, ihr haltet hier einfach erstmal die Stellung. Das kann man ja nachher machen. So. Wir dann nachher hier so eine Linie bilden. Das ist die Panzer. Na gut, da dürften. Da ist bestimmt irgendwo ein KV in der Nähe mit 100%iger Sicherheit. Geiert da einer irgendwo rum. Okay, go. Ah, shit! Da ist ein Panzer da oben. Oh, und eine Flak. Und ein Jäger. Nein, jetzt ist schlechtes Wetter. Ach, das ist doch ein Witz. Ja, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, schlechtes Wetter. Du hast kein Overrun gemacht, okay. Hierhin. Hierhin, aus dir mache ich dann eine Flak. Eine Pack, meine ich. Hierhin. 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 Ah, jetzt ist natürlich Scheißwetter, das ist doch nicht dein Ernst.
Ja, das kommt jetzt richtig ungelegen. 2-6. Wir gehen hier hin. 2-6. Komm schon. Jawoll. Boah, dieser Held ist Hammer. Der ist richtig gut, dieser Held. Wunderbar. So, wir gehen hier lang. Weil da oben, das will ich auf jeden Fall geklärt haben. Nein, ach, ich habe mich verdrückt. Nee, kann ich das rückgängig machen? Ja, danke. Ah, nee, ich wollte das hier. Nee, warum soll ich dem Verstärkung geben? Totaler Bullshit. Aufklärer. So. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich die Luftwaffe vor meiner Nase und ich krieg nur jetzt nicht. Ja, das ist jetzt richtig ärgerlich. Kann ich dich vielleicht noch verlegen? Nee, geht hier gerade nicht. Es ist ja schlechtes Wetter, ja, wieder vergessen. So, aber das hier klappt ganz gut hier vom Süden her. Das hier könnte auch funktionieren. Wir müssen da oben diese ein, zwei Panzer wohl jetzt gleich bestimmt kommen. Autsch. Autsch. So, meine Herren. Müsste ich gucken, ob das geht. Dafür habe ich auch nicht die Einheiten groß, ne? Hier hin. Hier hin. Hier hin. Jetzt hoffe ich. Ja, es geht perfekt. Hier hin. Hier hin. Hierhin. Hierhin. Oh, grandios. Perfekt. 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 So, Stuka. Setzen wir schon mal als hier drauf. Hierhin. Du kommst hierhin. Ja, ich kann leider nicht alles abdecken. Geht nicht. Pionier-Einheiten, ja. Perfekt. Ihr bleibt bei dieser Position und ihr geht hier drüber, ja. Muss ich so machen. Ihr könntet. Ja, könnte man machen, aber dann kriege ich hier richtig eins auf die 12. Kann ich dich jetzt bitte umstellen? Nein, immer nicht. Gott sei Dank. Nee,
diese Verluste muss ich mir jetzt echt nicht antun. Wir gehen mal hier drauf. Ja, ich meine, wenn du gedacht hast, du könntest jetzt hier einfach durchgehen, dann... tja, da muss ich dich jetzt leider voll enttäuschen. Aber wir wollen doch nicht abhauen. Warten wir noch. So, Jäger. Hier hin. 2-7. Ja gut, kann man ja hier ruhig hier stehen lassen, dass die das ein bisschen halten. So, ich muss halt höllisch aufpassen, dass die nicht irgendwie dann mal darüber ringen, weil dann bin ich nämlich komplett eingekesselt und das wäre ein Desaster. Das wäre ein Riesendesaster. Gucken. Ja, machen wir noch den KI-Zug hier. Yes. Hinterhalt, perfekt. Ja. Ich kann nicht alles decken, geht nicht. Ja, müssen den Aufklärer wohl zur Unterstützung dahin schicken. Boah, genial. Boah, die Luftwaffe kriegt hier gerade richtig Hand auf den Sack. Angriff per Luftziele 1. Okay. Boah. Ja, das wird jetzt wehtun. 4 Schaden. Oh, 5 Schaden macht ihr da. Ja, das ist bitter. Okay, Leute. Das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es weiter mit der Schlacht um Kiew. Bis dann und ciao.